So, wir machen heute einen kleinen Ausrüstungscheck in der Garage. Und zwar hat mir letztens einer erzählt, dass wenn der Strom ausfällt, natürlich auch mein Gasherd in meiner Küche nicht mehr funktioniert. Das Gas kommt nicht. Da habe ich mir gedacht, ich hole mir bei Amazon für 21 Euro einen neuen Kocher. Völlig autark. Das ist aber nicht. Das ist so ein schöner Bad-Bedröm-Kocher. Sondern das ist ein Kochmann C3000 und zwar die neue Generation. Lasst euch nichts erzählen. Die inneren Düsen sind weggefallen. Kann schon sein, dass die mehr Hitze erzeugt haben, aber natürlich auch mehr Gas verbraucht. So, und das Ding funktioniert mit 8 Butangas Kartuschen. Ja, die kosten so 1 Euro, 1,20 Euro, 200, was? Gramm. Und ich versuche das hier mal einhändig zu machen. Zunächst muss man erstmal das Ding hier, den Kocherträger aufmachen. Dann muss man die Klappe aufmachen. Ach so, vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Ich habe nämlich auch was gelesen. Es soll hier ein Sicherheitsmechanismus weggefallen sein. Das ist so nicht wahr, denn wenn ich den Hebel, der nachher die Patrone reinzieht, runterdrücke, schließt sich hier unten dieses Ventil. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Kolben drin, der bei Überhitzung der Kartusche, zum Beispiel durch zu große Töpfe, das Ganze aufsprengt und damit die Kartusche wieder rauslässt. So, ich lege die mal ein. Nicht sprengt, aber löst, vom Mechanismus löst. So. Also Kartusche rein. Moment, so. Jo, jetzt ist sie geladen. Und wie gesagt, da unten ist halt, sieht man es nicht mehr, dieser Kolben, der bei Überhitzung der Patrone durch einen übergroßen Topf, wo auch vielleicht auch mehr Hitze hier halt diesen ganzen Raum hier erhitzt und auch die Patrone, dann wette ich, dass dieses Ventil die Patrone eben raussprengt oder gehen lässt. So, jetzt ist sie gelöst. So kannst du die Patrone auch, ja, drinnen lassen für den Transport. Aber wir wollen sie ja mal ausprobieren. Das funktioniert dann einfach so. Anmachen. Gas kommt. Und hier kommt Pizzo. Ja. Regulieren, regulieren. Ja. Mit 8 Kartuschen kommt man schon weit. Ich weiß nicht. Also das ist hier alles Eis. Wir sind hier in der Garage, also das hier ist Eis. Wir haben, glaube ich, Außentemperatur, also draußen, also wie gesagt, wir sind in der Garage. Von 4 Grad. Ich müsste mal gucken, aber ich kann das nochmal wiederholen. Und entsprechend dünn ist die Flamme. Also ich habe fast den Verdacht, dieser Kocher in diesem Gas kann nicht unter, ich weiß nicht, 5 oder 10 Grad Außentemperatur kann der Kocher noch keine richtiges Gulasch anbraten. Das ist enttäuschend.